Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Pinkbox. Ich habe die Pinkbox die Tage bekommen und ich habe mir gedacht, ich packe sie jetzt gleich aus mit euch. Und dann hänge ich dahinter noch mein Brot, was ich letztens gebacken habe. Im Übrigen, verzeiht es mir, es war mein erstes Brot, was ich gebacken habe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Brot gebacken und ich habe ein Weißbrot gemacht, okay? Aber ich habe es selbst gemacht und es folgen noch Brötchen demnächst. Aber heute packen wir erstmal Pretty Things Inside in der Pinkbox aus. Das ist sie. Ich habe sie noch zu, könnt ihr sehen. Ich mache jetzt mal eben diesen Schnippel ab und hole sie raus und dann gucken wir mal zusammen rein, okay? Im Übrigen liegt hier auch ein Zettelchen drauf, genau wie letztens in der anderen Box. Und zwar Augen auf. Diesmal hatte auch in der Box wieder was nicht Platz. Und das befindet sich, Moment, oh, auch wieder hier in der Seitentasche sozusagen. Und ich hole beides mal raus und dann gucken wir mal, was das ist. Natürlich liegen auch wieder zwei Sachen mit dabei. Einmal zwei Werbekärtchen, Hello Spring. Da sind so Gutscheinaktionen drin, brauche ich eh nicht. Dann gibt es noch Valmano Schmuck und Uhren 15 € Gutschein, ein 15 € Gutschein mit einem Code. Und keine Ahnung, die Marke sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Aber auch die Uhr ist aber hübsch. Schaut mal. Ich liebe ja Schmuck und Uhren. Aber ihr wisst ja auch, dass ich ein Riesenfan von Rossmann bin. Ne? Ich meine meine Uhren nicht, komischerweise. Wisst ihr was? Das wäre noch mal so eine Sache. Rossmann bräuchte eigentlich nicht nur Schmuck. Sie müssten auch noch mal ein bisschen mit Uhren was machen, finde ich. Ne? Aber auf alle Fälle gefällt mir diese Uhr echt gut. Aber das ist eine Thomas Sabo Uhr, sehe ich gerade. Oder? Thomas Sabo Tommy Hilfiger. Helft mir mal auf die Sprünge. Das ist jetzt zu viel. 15 € auf deine Bestellung mit dem Code bla bla bla. Wer also jetzt das haben möchte, der hält hier einfach mal das Video an, schreibt sich den Code ab und kann die 15 € einlösen. Natürlich ist eine Zeitung wieder mit drin. Diesmal ist es die Barbara Nummer 43. Das ist die hier. Im Übrigen finde ich es persönlich immer ganz gut, wenn eine Zeitung drin ist, weil ich mag es einfach auch mal. Gerade jetzt bei dem schönen Wetter und der vielen, na, ich habe nicht so viel Langeweile, aber wenn man jetzt so ein bisschen mehr Zeit hat, dass man einfach mal so in so einer Zeitung stöbert, ne? Mal was anderes sehen und nicht immer nur den ganzen Tag das hohe C. Und da gucke ich natürlich gerne auch mal hier rein und schaue mal, was so, ja, die Modeindustrie sagt. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Und wenn es dann wieder soweit ist, dass wir uns wieder ein bisschen mehr bewegen können und wir schauen mal, was die Zeit so bringt. Dann gibt es auch wieder andere Sachen. Ne? So, flupp, runter damit. So, das war in diesem Seitenfach. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich mache es einfach mal. Ah, lecker! Henkel Trocken Rosé. Ach, wisst ihr eigentlich, dass ich auch ein Fan bin von Rosé und rotem Sekt? Mehr noch sogar der rote Sekt als der Rosé-Sekt. Aber Henkel Trocken ist okay, ist eine alte Marke. Kenne ich seit meiner Oma auf alle Fälle. Den trinken wir, den lege ich mir kalt und dann schlürfe ich den bei dem schönen Wetter mit Eiswürfel. Müsst ihr mal machen. Entweder mit Eiswürfel oder gefrorenen Weintrauben. Könnt ihr das auch machen. Ab ins Glas damit, den Sekt oben, den Shampoos oben drauf. Schmeckt lecker. Ich sag's euch, Leute. Oh, dagegen habe ich ja jetzt überhaupt nichts. So, hier haben wir die Pinkbox. Wie immer, schaut gerne mal unten in meine Infobox. Da verlinke ich die Pinkbox immer. Da steht dann auch der Preis. Meistens gibt es für die Erstbesteller die Box für 9,95 €, später kostet sie 14,95 €. Manchmal gibt es auch einen Rabatt, manchmal gibt es auch was anderes. Je nachdem, schaut einfach mal bei der Pinkbox auf die Seite, falls sie euch interessiert. Ich finde sie jedenfalls immer okay für den Preis und ja, hat mich bis jetzt noch nie so richtig enttäuscht. Ne? Also da hat die schlimmere Boxen. So, du bist schön, haben wir hier wieder. Ich guck mal rein, mach jetzt mal die Schleife auf, wie immer. Total süß, mit einer pinkfarbenen Schleife und einem Aufkleber mit Herzchen. Ich weiß gar nicht, ist mir das sonst nie aufgefallen oder waren da sonst keine Herzchen auf dem Aufkleber? Keine Ahnung. Ich mache jetzt mal auf und wir schauen mal rein. Obendrauf liegt natürlich wie immer das Heftchen. Das ist das hier. Da stehen dann alle Produkte wieder drin. Und da gucken wir dann gleich gemeinsam rein. Im Übrigen steht hier Happy Birthday Pink Box. Liebe Pink Lady, Happy Birthday to us. Die Pink Box feiert ihren 8. Geburtstag. Wusste ich gar nicht. 8 Jahre. Und das soll mit einem richtigen Knall. Ah, von daher der Sekt hier.
Mit einem richtigen Knall. An unserem Geburtstag wollen wir nämlich nicht nur unsere tolle Box feiern, sondern auch vor allem unsere treuen Abonnenten. Und wie könnte man sich besser bedanken als mit dem trendigsten, als mit den trendigsten Beauty-Produkten? Also setz dein Partyhütchen auf und teste dich durch unsere trendigen Highlights. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei, dein Pinkbox-Team. Ja, danke schön, das ist ja cool. Ja, schau ich mal. Am besten, ich guck mal, ich mache mir mal das Kärtchen auf. Hier vorne sind schon die ersten Produkte. Lege ich mir einfach mal hier hin und ich glaube, ich suche die mal raus. Vorher mache ich hier dieses schwarze Flügelkram raus. Und wir haben hier etwas, das habe ich letztens im, also ich bin der Meinung, im Fernsehen gesehen. Auf QVC. So, wie immer Brille auf. Und dann gucke ich mal, soweit ich es sehen kann, oh Gott sei Dank, ich sehe schon was. Soweit ich es sehen kann, gab es drei verschiedene Sorten hier in der Box. Cashmere Pearl, Green Garden, Rose oder Mango Vanilla Eau de Parfum. 50 ml kosten 12,95 und das wird die Originalgröße sein mit 50 ml. Genau, 50 ml, da unten steht es. Und ich habe Gott sei Dank hier Cashmere Pearl. Mango Vanilla hätte ich auch noch genommen, aber bei Vanilla bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Wartet mal, ich schiebe euch mal mit der Kamera noch mal ein bisschen anders hin. So, nicht wundern, dass ich euch jetzt ein bisschen geschoben habe. Mango Vanilla, da muss man immer gucken, passt Vanilla. Ne? Nicht immer mag ich jeden Vanille-Duft. Und Green Garden Rose, ihr wisst, dass ich mit Rose auf Kriegsfuß stehe und ich vertrage sie auch auf der Haut nicht wohl. Ich kann auch kein Rosenwasser benutzen, weil ich auf die Rose tatsächlich allergisch reagiere. Wenn ich mich auch pieke zum Beispiel, kriege ich ganz dicke Finger davon und alles. Ne? Deswegen Cashmere Pearl, Dankeschön. Hier steht, diese Düfte machen gute Laune. Cashmere Pearl spiegelt durch seine Komposition aus Kaschmir, reiner Baumwolle, zartem Jasmin, warmen Sandelholz und sanfter Vanille. Pure Eleganz der Extraklasse wieder. Mädels, das machen wir jetzt auf. So, ich habe es mal rausgeholt. So sieht das Fläschchen aus. Und alleine die Duftbeschreibung könnte meins sein. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich sprühe das eben mal in der Luft. Ja, ja, Moment. Jetzt gebe ich das mal auf die Haut. Und dann schnuppere ich noch mal in ein paar Minuten. Im ersten Moment denke ich so nicht ganz so, aber ich warte jetzt mal, wie sich der Duft noch entfaltet. Ja, wir gucken mal. Da ist so ein bisschen was Warmes drin. Also es könnte was werden, weil eigentlich so Kaschmir, Baumwolle, zarter Jasmin und Wandelholz sind so eigentlich meine Düfte. Und ein bisschen Vanille wäre dann gar nicht mal das Schlimmste. Aber ja, jetzt wird es schon anders. Oh, gut. Mal gucken. Ich gucke mir das am Ende des Videos nochmal an, wie das duftet. Aber auf alle Fälle, gut, Parfums sind natürlich immer sehr individuell. Ne? Also da kann man auch manches Mal sagen, Parfüm in der Box, aber ich finde es gut. Und wenn nicht, Leute, dann hat man was zum Verschenken. Ich habe mich letztens gerade mit der lieben Tanja darüber unterhalten, von Instagram, die Tanja Hö. Und da haben wir auch gesagt, Boxen sind doch eigentlich was Schönes. Sie sind relativ günstig für das, was drin ist. Sicherlich mag man nicht immer alles, aber dann hat man auch gleich kleine Geschenke. Und Geschenke erhalten die Freundschaft. Und Geschenke zaubern auch ein Lächeln auf eure Physiotherapeutin, Friseurin, egal wo es dann bald wieder hingeht. Und die freuen sich nach so einer langen Zeit hier bestimmt, wenn man einfach mal kommt und dann noch eine Kleinigkeit mitbringt. Also stört mich das persönlich auch nicht, wenn ich jetzt irgendwas drin habe, wo ich sage, das ist jetzt nicht so mein Ding. Und man kann immer mal so Produkte ausprobieren, die man sich sonst vielleicht nicht gekauft hätte. Ne? Und das Ganze dann am Ende so für 10 oder 14 Euro. Also ich finde es immer gut. Mich stört das überhaupt nicht. Ne? Lernt man immer was Neues kennen. So, dann haben wir hier noch was. Das nehme ich gleich mal raus. Und zwar ist das hier diese Tube. Anatomicals Cream for Thirsty Hands. Okay, für durstige Hände. Okay, wir schauen mal. Also, für Thirsty Hands heißt ja so viel wie für durstige Hände. Hier ist eine Handcreme drin. Und zwar, der kalte Winter hat auf deinen Händen Spuren hinterlassen. Ne? Sie fühlen sich trocken und spröde an. Und diese kunterbunten Handcremes, also da gibt es noch mehr von. Ich hätte bald jetzt gesagt, die grüne wäre bestimmt eher meins gewesen. Nicht, weil ich den passenden Nagellack heute dazu trage. Vielleicht auch, das wäre dann natürlich der Kracher gewesen, ne? Wenn da dann noch die grüne Handcreme rausgekommen wäre. Aber meistens ist grün immer sehr frisch. Und ich liebe immer alles, was grün ist. Ne? Deswegen bin ich da immer, ja.
Die durstigen Hände, so, haben wir doch, die Thirsty Hands, genau, Anatomicals. Okay, das ist eine Handcreme, die die Hände nämlich schön pflegen soll und Feuchtigkeit zurückgeben soll. 6 Euro kostet die Tube. 6 Euro Mädels. Ich mache die jetzt einfach auf, weil ich möchte wissen, wie die so zumindest so ein bisschen auf der Hand ist. Ne? So der erste Eindruck. Es ist nicht immer so, dass man hinterher sagt, okay, das ist jetzt so meins. Aber fühlt sich cremig an, möchte ich mal sagen. Also nicht so gelig, sondern so ein bisschen cremig. Hm? Duften tut sie auch gut. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das für ein Duft ist. Oh ja, die macht so ein bisschen satt. Hm, kennt ihr das? Die zieht ein, wird so ein bisschen cremig stumpf. Nicht matt und trocken stumpf, sondern so cremig stumpf. Ja, macht so ein mattiertes Hautbild. Könnt ihr das sehen? Eigentlich ganz schön. Gefällt mir. Die muss nur auch auf Dauer durchhalten. Das ist immer das Problem. 6 Euro ist nicht gerade wenig. Ne? Also die müsste vielleicht mal auf längere Zeit getestet werden. Okay, das sind wahrscheinlich die verschiedenen Düfte. Auf alle Fälle habe ich jetzt hier, Moment, steht da irgendwas drauf? Nee, ich kann jetzt nichts erkennen, ob hier was anderes draufsteht und das ein anderer Duft ist oder so. Auf alle Fälle über Handcreme freue ich mich immer. Ihr kennt mich, ich bin ja so eine Handcremetante. Ne? Ich creme mir den ganzen Tag die Hände ein. Ich teste ja im Moment gerade auf Instagram den Selbstbräuner. Wenn ihr noch nicht vorbeigeschaut habt, würde ich mich freuen. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich teste gerade einen Selbstbräuner und ich finde, könnt ihr das sehen, der macht schöne braune Hände. Also ich habe die bis jetzt erstmal nur auf dem Unterarm ausprobiert und auf den Händen, im Gesicht noch nicht. Im Gesicht bin ich halt nur normal geschminkt mit der L'Oreal Glow Cherie wieder. Aber ansonsten bin ich mit dem Selbstbräuner sehr zufrieden. So, wir sehen nochmal das nächste. Und das ist von Ghoul ein Produkt. Ja, wenn ich euch jetzt sage, dass ich Ghoul früher total mochte, auch wahrscheinlich heute noch, ne? Ich probiere es aus. Es ist ein Seidenglanz-Shampoo. Gut. Kobushi Magnolie Öl. Okay. Das ist kräftigt und glättet die Haarstruktur. Könnte bei mir ganz gut sein, weil die Haare sind ja jetzt auch ein bisschen länger geworden, ne? Und kräuseln sich auf alle Fälle. Glanz kann ich gebrauchen. Graues Haar braucht immer ein bisschen Glanz. Und natürlich auch ein bisschen Glättung durch die Haarstruktur. Neues Design, ja, so ähnlich waren die Flaschen aber schon immer. Ich habe früher immer das gehabt, dieses Orangene mit Pfirsich. Wer kann sich daran noch erinnern? Pfirsichöl war da immer drin. Und ich habe früher sehr, sehr gerne Ghoul benutzt. Vor allen Dingen sind die so konzentriert. Bei Ghoul ist es immer so, da sage ich, weniger ist mehr. Am besten macht man sich eine Flasche fertig und schüttelt sich was an mit Wasser und benutzt es dann. Das ist die sparsamste Variante. Das hat mir meine Schwester immer gesagt. Die kannte sich da aus und sagte immer, bei Ghoul, die sind sehr konzentriert und da würde ich immer raten, nimm wenig. Ne? Ja, also da freue ich mich drüber. Vor allen Dingen Shampoo ist in Ordnung für mich. Also perfekt, ist gut. Was kostet das Shampoo? 3,99 €. Ja, Ghoul gehörte jetzt noch nie zu den ganz günstigsten. Ne? Die waren immer so im mittleren Preissegment, nicht ganz so teuer wie Salonprodukte, aber für die Drogerie schon etwas höher. Ja, Seidenglanz-Shampoo kräftigt das Haar langanhaltend, glättet die Haarstruktur gezielt für Haare voller Lebendigkeit und gesunden seidigen Glanz. Na, das können wir doch gebrauchen. Gut, machen wir das mal. So, jetzt suche ich mir mal das nächste Produkt hier raus. Das kommt mir nämlich hier gerade so entgegen gleich auf dem Kärtchen. Und das sieht mir so aus wie eine Maske. Und da ich ja ein riesengroßer Maskenfan bin, das wisst ihr. Aber das ist nur eine Under-Eye-Maske. Ich spüre das schon. Und zwar, wenn man hier drauf fasst, merkt man, dass da drin so eine Kunststoffverpackung ist. Wobei ich ja mittlerweile so bin, dass ich immer sage, Mensch, müssen die alles in so einer Kunststofftüte und dann nochmal in eine Kunststoffverpackung packen? Das ist unnötig. Das ist wirklich unnötig. Hier geht es noch nicht mal mehr darum, ob es Umweltverschmutzung und was weiß ich was ist. Aber in so einer Tüte hätten sie auch normal das reinpacken können. Vielleicht zwischen zwei Blättchen oder so. Aber dieses harte, nochmal eingepackte. Ja, auf alle Fälle sieht es mir nach Made in Korea aus. Ich wollte gerade sagen, nach einer koreanischen Maske. Da oben steht es auch Made in Korea. Sollen ja mit die besten sein. X2 Eye Patches. Okay, 2 Eye Patches, genau. Gut, ich würde einfach sagen, die testen wir aus. Habe ich jetzt keine Ahnung, weil die Marke sagt mir Yin Yu Beauty. Okay, wem das was sagt, herzlichen Glückwunsch, mir nicht. Aber das macht nichts, wir probieren die aus. 2x 1,5 Gramm, 3 Euro, also 2,99 €. Das ist eine Ginseng- und Eukalyptus-Under-Eye-Maske. Ach, deswegen der Bär, der Eukalyptus-Bär, genau.
Ja, das ist auch was. Also bisher kann ich mich nicht beschweren, ne? Erst Haare waschen, dann den Shampoo trinken, also den Sekt, dann ein bisschen Parfüm, Handcreme drauf und dann noch die Augenpatches drunter und dann ist der Tag gut gelaufen, ne? Da ist noch drin, entzündungshemmende Wirkung von Eukalyptus, hilft die Augenpartie zu beleben und zu beruhigen. Und Kakaosamenöl unterstützt Feuchtigkeit zu spenden oder zu speichern und die Haut zu befeuchten. Okay, gut. Korean Beauty, werden wir mal ausprobieren. Also habe ich, glaube ich, noch gar nicht so gehabt, diese ganzen koreanischen Sachen. Da bin ich immer noch so, weiß ich auch nicht so bei gewesen. Ne? So, jetzt hole ich mal das nächste Produkt. Und zwar sind das gleich zwei. Alverde und Alverde. Also genau wie hier abgebildet, sind es zwei Produkte, die ich hier rausgeholt habe. Und zwar das hier und das hier. Ein Lipstick und ein Automatic Lip Liner. Na, das ist doch schön. Ich muss nur mal nach der Farbe gucken. Also Lippenstift von Alverde kostet 4,70 und Automatic Lip Liner 1,75. Von dem Automatic Lip Liner, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, die Farbe, oder? Könnte es so beige sein? Ich lasse den mal drin. Das ist so die Farbe, die hier auch so abgebildet ist. Könnte sein, dass das nicht ganz so meine Farbe ist, weil, ihr werdet es nicht glauben, aber ich kriege den Lippenstift nicht auf. Es tut mir leid. Also, Matt Lipstick, Chocolate Shock, Nummer 70. Okay. Also einmal diese Farbe und einmal diese. Beide sind nicht meine Farben. Also die werde ich jetzt vielleicht dann, meine Friseurin, die wäre so ein Typ, die hat so schöne dunkle Haare, schwarze Haare und so ein brauner Typ. Ich glaube, die wird sich darüber freuen. Also, die freut sich dann nicht nur, meine Haare zu schneiden, sondern ich glaube, der bringe ich das einfach mit. Seht ihr? Und so meine ich das. Das sind immer so Kleinigkeiten, die man dann irgendwie mal verschenken kann. Ich konnte alles gebrauchen. Hier kommt noch der Henkel trocken. Der kostet als Piccolo 1,99 und summa summarum hat mich die Box jetzt nicht enttäuscht. Ich finde sie eigentlich gut. Also, ja, das Parfüm hat sich zu etwas entwickelt, was ich mag. Es ist jetzt kein Favorit. Es gibt kein Sommerparfüm, wo ich sage, spritzig und frisch und so. Ne? Es ist aber schön, obwohl es ein warmer Duft ist, ist aber nicht schwer. Der hat trotzdem durch Sandelholz und was war noch mit drin? Was habe ich gesagt? Sandelholz und. Also nochmal Brille auf. Also nochmal. Kaschmir, Baumwolle, das ist alles so mit warmem Sandelholz, Jasminblüte, ein bisschen Vanille. Es ist ein warmer Duft, aber kein schwerer Duft. Es ist ein. Ich würde ihn mal als Sommerduft für den Abend beschreiben. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht für den Tag, so die spritzige, sondern einfach für den Abend. Und dafür. Gefällt er mir gut, kann ich mich jetzt nicht beschweren. Also es ist nicht unbedingt hier mein Favoritenparfüm, aber es ist etwas, was man gut mit aufbrauchen kann. Wisst ihr, was ich auch immer mache, wenn ich jetzt ein Parfüm habe, was ich zwar mag, aber nicht immer unbedingt tragen möchte, dann nehme ich es auch gerne als Raumparfüm. Auch jetzt, ich habe da vorne auch was stehen. Das benutze ich immer abends oder auch nachmittags und gehe hier so durch die Räume und sprühe gerne die Räume damit ein. Ich finde immer, das hat was. Und auch das hier. Wenn ich jetzt sage, ich trage das nicht ganz so oft auf der Haut, dann ist es ein wundervoller Raumparfüm. Also so ein Raumparfüm. Kann man gut dafür nehmen. Würde ich gerne, also das mache ich auch. Und deswegen stört mich nicht. Aber ich bin schon froh, dass es das hier ist. Und das mag ich. Also das mag ich, ne? Sagen wir es mal so, ich mag es. So, die Box hat mir gut gefallen. Kann mich nicht beschweren. Das Shampoo, das freut mich, das Parfüm freut mich, die Handcreme freut mich. Ja, die ist eingezogen, aber die ist nicht gleich trocken, die Hand. Also nicht sowas. Kennt ihr das? Ich habe euch letztens eine Augencreme auf Instagram gezeigt. Oh, ich habe gedacht, ich werde irre. Eingezogen und es hat alles nur gespannt und war trocken. Habe ich bei Handcremes manchmal auch. Dann cremt man sich ein und nach einer Weile denkt man, immer noch irgendwie alles trocken. Ich brauche immer ein bisschen mehr. Und hier ist es so, dass ich denke, nö. Ist in Ordnung, also die ist gut. Ne, ist natürlich nicht mit Aqua vor. Aber das mache ich jetzt. Ich habe euch ja letztens diesen Tipp mit Aqua vorgegeben. Wenn mir die gefällt und ich nehme die, dann nehme ich die auch mit der Aqua vor zusammen. Ich mache mir jetzt immer so eine kleine Perle, so groß wie so eine kleine Erbse,
aus der Aquaphor-Tube raus, packt das auf die Hand, ein bisschen Handcreme und verreibt das. Und das ist neuerdings mein absoluter Handcreme-Favorit. Und das mache ich mindestens 3-4 Mal am Tag. Ganz selten creme ich meine Hände nur noch normal mit Handcreme ein, sondern meistens nehme ich dann nach dem Abwaschen und so, nehme ich immer so ein kleines Würstchen daraus und creme mir immer zusammen damit die Hände ein. Und ich bin im Moment damit sowas von zufrieden. Meine Hände sind so schön geworden. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und der Selbstbräuner funktioniert auch. Wenn ihr wissen wollt, welcher das ist, kommt mal auf Instagram vorbei. Und da bin ich nämlich gerade dabei, den zu zeigen. Genau. Also, Box war gut. So, jetzt bleibt schön dran. Es kommt noch ein bisschen Brot backen. Und ja, und dann sehen wir uns zu einem neuen Video wieder. Ich habe noch ein Päckchen bekommen und das hat viele heute Morgen schon gefreut, weil ich habe es noch nicht aufgemacht, aber ich habe auf Instagram gezeigt, von wem es ist. Ich habe mich so gefreut und ich freue mich dann wirklich, die Produkte austesten zu dürfen. Ich freue mich. So, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, meine Lieben, jetzt habe ich hier schon alles zusammengesammelt und zeige euch das jetzt mal. Im Übrigen habe ich hier Trockenhefe diesmal genommen. Ich habe noch frische Hefe im Kühlschrank, aber ich habe jetzt gestern Abend Trockenhefe genommen. Frag mich nicht warum. Ich hatte noch was da und habe gedacht, das kann ja auch mal aufgebraucht werden. Und dann habe ich einen Vorteig angesetzt, gestern Abend schon. Und der wird gemacht mit 200 Gramm Mehl, 270 Milliliter Wasser und 7 Gramm Hefe, also 7 Gramm Würfelhefe. Wenn ihr Trockenhefe nehmt, müsst ihr weniger nehmen. Ne? So, und jetzt habe ich hier in der Schale, das sind 400 Gramm Mehl und 225 Milliliter Wasser kommen jetzt dazu. In dem Wasser habe ich die Hefe aufgelöst und das sind auch wieder 7 Gramm von der frischen Hefe, also auch wieder umrechnen mit der Trockenhefe. Das ist nicht 1:1 dasselbe. Und dann habe ich hier noch drin 2 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Zucker. Und das Ganze wird jetzt so gemacht, das gibt man jetzt hier oben mit drauf. Dafür nehme ich hier immer so einen Schieber, so einen Silikonschieber. So, den Rest mache ich hier noch ab vom Teigschaber. Und jetzt gebe ich praktisch das Wasser mit der Hefe hier rein. Das ist lauwarmes Wasser. Und jetzt nehme ich meinen Knethaken und verrühre das. Den Rest verknete ich mit der Hand und dann kommt nämlich der Teig noch mal zum Ruhen. Das heißt, ihr müsst den ganzen Teig noch mal wieder in eine Schale tun. Wir könnten auch in dieser Schale lassen und dann wird er noch mal praktisch zum Ruhen weggestellt, und zwar eine halbe Stunde. Und wenn die halbe Stunde rum ist, dann ist er ganz schön fluffig geworden. Dann nehme ich den noch mal raus und knete den noch mal einmal durch. Und dann kommt der in eine Form und dann mache ich da Brot von. Genau. Ich muss mal gucken, ob ich das teile. Manchmal mache ich es auch so, dass ich nur die Hälfte nehme und die andere Hälfte packe ich in den Kühlschrank und mache dann den nächsten Tag nochmal ein Brot davon, weil ich backe das im Airfryer. Und wenn ich im Airfryer backe, dann kann ich nicht, dann nehme ich immer die Kuchenform. Die kennt ihr, oder die zeige ich euch nachher. Dann nehme ich immer die Kuchenform. Und da passt nicht ganz so viel rein und deswegen nehme ich dann immer die Hälfte des Teiges nur. Genau. Der muss noch ein bisschen klebrig sein, so wie hier. So. Der darf nicht zu trocken sein. Und jetzt decke ich den mit dem Handtuch ab und lasse den nochmal ruhen. Ich stelle den jetzt draußen ein bisschen in die Sonne, damit er noch ein bisschen Wärme kriegt. Weil ich finde, immer mit ein bisschen Wärme funktioniert das noch besser. So, und dafür nehme ich jetzt die Schale. Dann nehme ich den Teig wieder raus. Ja, da packen wir ihn rein. Und dann nehme ich mir ein Tuch. Und dann decke ich ihn ab. Genau, so. Und jetzt bringe ich ihn nach draußen ein bisschen in die Wärme, in die Sonne. Und da lasse ich ihn jetzt noch mal eine halbe Stunde stehen. So, Ladies, jetzt habe ich ein bisschen hier das aufgemehlt, die Form. Das ist nämlich die Backform von dem Airfryer. Ich mache das Brot im Airfryer. So sieht der Teig aus. So habe ich ihn jetzt reingeholt von draußen. Der ist richtig schön nochmal aufgegangen. Jetzt mache ich hier ein bisschen Mehl hin und hole den erstmal raus und teile ihn, weil ich mache nur von der Hälfte Brot.
Und von dem Rest mache ich morgen Brötchen. Genau, morgen früh. Nehme also nur die Hälfte des Teiges. Gucken mal, wie der jetzt ist, wie der rauskommt. Mache ich damit. Wieder mit dem Kratzer. Und dann hole ich den erstmal raus. So. Im Übrigen habe ich halb und halb gemacht. Ich habe halb Dinkelmehl und halb normales Weizenmehl genommen. Ne? So, jetzt mache ich ein ganz bisschen hier oben drauf, dass ich den noch mal ein bisschen raushole. Und knete den noch mal ein bisschen. So, und rolle den hier mal lang, wo das Mehl rumliegt. Und dann kommt der noch mal in die Form von dem Airfryer und dann lasse ich ihn noch mal gehen. Seht ihr, dass der ein bisschen klebrig ist? Also ein bisschen kleben muss der, weil sonst wird der zu hart. Ich habe den Fehler auch schon gemacht, dass das hinterher nicht gut gegangen ist. So, jetzt hole ich mal hier ein Messer und schneide das mal durch, weil ich nehme nur die Hälfte. So, noch ein bisschen Mehl dran machen, dann geht es besser. Okay. So. Der zieht sich auch gleich wieder zusammen, habt ihr das gesehen? So, obwohl das ist eigentlich von der Menge her, nee, das wird mir dann hinterher zu viel. Ich habe Angst, das Brot geht dann so auf. Ich werde das jetzt hier mal so ein bisschen reindrücken. Und das hier kommt in einen Gefrierbeutel. So, so Gefrierbeutel haben wir nicht mehr. Also kommt der wieder zurück in die Schale und geht jetzt zurück in den Kühlschrank und bleibt da bis morgen früh. Und morgen früh mache ich da Brötchen von dem Rest. Das hier mache ich jetzt wieder so, da kommt wieder das Tuch drüber. Da stelle ich wieder draußen in die Sonne. Der geht nochmal richtig auf und dann geht der erst in den Ofen. So Mädels, jetzt habe ich das bei 180 Grad, 20 Minuten das Brot gebacken. Und so kommt es raus. Und wir schneiden das jetzt mal an. Wir gucken mal, wie das innen aussieht. Und dann lassen wir es abkühlen. Ich hole das mal eben raus, wartet mal. Ich schneide das jetzt mal an. Dann gucken wir uns das mal von innen an. Schön. Oh, schön. Guckt mal, wie schön weich das ist. Schön fluffig. Das ist total lecker. Guck mal, jawohl. Das ist gut. So, ich lege das jetzt mal hier auf so einen Gitterrost und lasse das abkühlen. Ja, das ist lecker. Das ist richtig lecker, Leute. So, das ist das Brot. Ganz einfach und das nehmen wir heute für Chili con Carne. Und das schmeckt total lecker. Es geht auch ganz einfach, habt ihr ja gesehen. Ne? Man macht am Abend vorher den Vorteig und dann hinterher rührt man das nur zusammen. Dann habe ich es zweimal hingestellt, dass das nochmal so aufgeht. Und dann ist das Brot fertig im Airfryer. Ja, genau. Im Übrigen, ich warte nochmal. Das Ganze ist im Airfryer gebacken. Ne? Dafür habe ich hier diese Backform genommen, die man eigentlich für den Kuchen nimmt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es nächstes Mal nochmal 5 Minuten länger mache. Ich weiß nicht, aber eigentlich reicht es mir ja. Auch von der Farbe ist es gut geworden. Und das ist jetzt praktisch ein Weizendinkel-Mischbrot. Genau. Okay. So, ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr keinen Airfryer habt, müsst ihr mal gucken. Im Backofen geht das ja genauso. Ober-Unterhitze oder Umluft und dann. Aber ich backe echt gerne im Airfryer, das wisst ihr. Ich mache da ja mittlerweile, ach, weiß ich nicht, so vieles drin. Und dann habt ihr gleich mal wieder ein Rezept, was man auch im Airfryer machen kann. Ne? Okidoki. Also, wir sehen uns.